Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur Nebenmission für die Ehre. Ja, ich lese euch schnell den, ich nenne es mal Einführungstext davon vor, denn im Spiel sieht man sonst nichts mehr davon. Und zwar, Yuma Iro spricht über den Freund ihres Großvaters Shiro. Er bezahlte einen hohen Preis für seine Beteiligung am Zweiten Weltkrieg. Alles klar. Und wir sollen hier mit Yuma Iro sprechen und das tun wir jetzt. Was ist mit dem Freund Ihres Großvaters passiert, diesem verlorenen Soldaten? Der verlorene Soldat. Der beste Freund meines Großvaters. Sein Name war Shiro. Er verlor sich in der Loyalität zu seinem Land. Er wählte einen blutigeren Weg. Und ein blutiger Weg führt... zu blutigem Ende. Ich fürchte, ja. Ist er im Kampf gefallen? Nein, er hat sich isoliert. Was er sah, was immer er erlebt hat, er hat versucht, all dem zu entkommen. Wir stehen alle in der Schuld jener Soldaten, die für den Krieg den ultimativen Preis gezahlt haben. Was auch geschah, er verdient, dass man sich an ihn erinnert und ihre Familie Frieden findet. Danke. Ich glaube, seine verworrene Geschichte beginnt in Liberty. Er suchte nach Freiheit und Trost, die ihm nicht vergönnt waren. Wenn Sie seiner Spur folgen, passen Sie auf. Vielleicht gefällt Ihnen nicht, was Sie finden. Das Risiko gehe ich ein. Zivilisten in der Region Liberty haben mehr Informationen, genauso wie Sentinel-Soldaten. Wir sind hier in der Region Fenbog. Liberty ist... ganz da unten. Na toll. Gut, dann machen wir eine Schnellreise hin, würde ich sagen. Und zwar irgendwo hin, wo wir nah an einem Wohngebiet sind. Denn an Wohngebieten gibt es meist beides, Zivilisten und Sentinel-Soldaten. Gut, da sind wir. Und da geht's zum Wohngebiet. Es ist echt verdammt dunkel, ne? Das ist richtig geil. Gefällt mir. Richtig cool wäre es natürlich, wenn die Augen sich dann nach einer Zeit daran gewöhnen würden, aber Spiele haben halt ihre Grenzen, ne? So, da drüben gibt es irgendwo Stimmen. Vorsicht, da kommt was auf uns zu. Ja, der hat aber scheinbar keine Infos. Ich würde sagen, ich setze mich mal kurz hier an die Mauer und einen kleinen Erkundungsflug. Da finden wir doch sicher was. Da haben wir schon Infos, das ist sehr gut. Drüben auch. Vielleicht auch nicht. Gut. Dann wissen wir ja schon, wo wir hin müssen. Sehr schön. Tiefster Nacht. Oh, das ist ein Computer. Das ist gar kein Zivilist. Gut. Nicht mal. Das sind Dokumente neben dem Computer. Oh. Na toll. Fraktionsmissionen. Toll, das war nicht das, was ich finden wollte. Ich setze mich nochmal eben hier hin. Wissen auch nichts. Willst du nicht in dir haben? Lass das mal untersuchen. Ich glaube nicht, dass wir noch was finden. Sentinel-Soldaten in der Region Liberty haben mehr Informationen, aber irgendwie. Da ist einer mit Infos. Gut, der ist natürlich genau am anderen Ende. Das ist
Nicht so geil. Aber na gut. Leben wir damit. Wir brauchen die Infos, ja. Kann da nicht durch. Ja, nicht mehr lange, kleiner Mann, Funker. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Ich habe echt genug von dir. Immer noch nicht. Vielleicht lasse ich ihn leben. Vielleicht schaffen wir es ja halbwegs unbemerkt, diesen Soldaten mit Infos wegzulocken. Anzusprechen, ganz freundlich. Es wäre auf jeden Fall in meinem Interesse. Offene Feuergefechte überlebe ich meistens nicht so. Oh Gott, nein, 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 runter, 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 runter. Ich habe nicht gedacht, dass der das schafft. Ich wollte nur mal ausprobieren. So. Schauen wir nochmal hier. Warum habe ich den denn jetzt angepinkt? Ich habe doch die Taste gar nicht gedrückt. Naja. Ich hasse diese Insel. War toll. Warum durchkämmen wir die Gegend? Hier ist doch nichts. Kann ich den da runterlocken? Warum kann ich das? Ich kann nichts machen. Ah, jetzt geht's wieder. Schauen wir mal, ob er investigaten geht oder nur da stehen bleibt. War da ein Geräusch? Hinten ist noch ein Gegner. Weitersuchen. Oh, nice, guck mal. Auch nichts. Er geht tatsächlich da runter. Ja? Ich hoffe, er kommt jetzt nicht hier Ahnung. Rüber. Keine Ahnung, ich hab hier nichts gefunden. Nee. Ups. Nice. So. Das noch machen. Hier ist nichts. Ich komm, komm, schnapp. Ah. Nein, doch. Hat geklappt. Gut. Dachte schon, ich hätte die falsche Taste gedrückt. So, sehr schön. Dann spuck mal aus, was du weißt. Sag mir alles darüber, was ich wissen sollte. Los! Was soll ich dir noch sagen? Ich weiß nichts weiter! Gut, okay. Die Drohnenwartungsstationen in Liberty enthalten Dokumente zu Objekten aus dem Zweiten Weltkrieg. Gut. So, nächstes Ziel, Zivilisten befragen. Die Frage ist, wo sind Zivilisten? Eigentlich müssten hier doch überall Zivilisten sein. Hätte ich so was ist das denn da? Ah, okay, ich verstehe. Ein Lichtbug. Gibt's ja gar nicht, gibt's ja nur ein paar in Breakpoint. Nur eine Handvoll. Was sind die denn hier? So, setzen wir uns mal noch mal hier hin. Checken die Lage. Keine Zivilisten weit und breit. Das gibt's doch gar nicht. Oh, das sieht geil aus, oder? Das sieht doch geil aus. Sorry, das muss jetzt gerade mal sein. In welche Richtung war das? Ich kann nicht hoch genug. Och Mann. Schade. Ich komme nicht hoch genug. Manu. Ich hätte sogar ein Foto davon gemacht. Ich höre ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung es kommt. Alles sauber hier. Zu vorschnell. Wir haben gleich Ärger.
Ja. Gut. So. Hast du Infos? Nein, hast du nicht. Ist wertlos. Alles klar. Hier Infos irgendwo? Sieht auch nicht so aus. Ich hasse diese Dinger da, von wegen Sentinel-Soldaten haben mehr Infos, Zivilisten haben mehr Infos. Weil andauernd läufst du denen über den Weg, aber wenn du sie mal brauchst, sind sie nicht mehr da. Findest du keinen. Footballfeld. Das gibt's nicht. Vielleicht sollte ich einfach mal das Ding untersuchen, was der Sentinel-Soldat mir da gesagt hat. Die Thronwartungsstationen, Stationen in Liberty, enthalten Objekte, Dokumente zu Objekten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wo sind denn die Drohnenwartungsstationen? Drohnenwartungsstationen. Rollstation, Drohnenstation. Sind Drohnenstationen Drohnenwartungsstationen? Oder heißen Drohnenwartungsstationen Drohnenwartungsstationen? Gut, ich sehe sonst keine, also gehen wir doch da mal hin. Da noch was? Nee, ne? Gut, also hier hin. Nee, dahin. Da müssen wir einmal quer durch die Wohnanlage durch. Am besten mit dem Fahrzeug, ne? Bestimmt finden wir da irgendwo eins und dann düsen wir mal dahin. Schauen wir nach. Hier bei mir ist gar nichts. Komm, gib nicht so an. Doch. Alles unter Kontrolle. Doch, mach ich. Da Wasser? Ich sehe da gar nichts. Da ist Wasser, ja. Kann ich da. Ja. Oh, pf, unten mitten reingeplumpst. In welche Richtung muss ich denn da? Ein kleiner. Hier vielleicht? So? Sieht halt mit den Bäumen, ne? Der Detailgrad der Bäume da ist echt mickrig. Sieht nicht so geil aus. Aber nur wegen diesen Bäumen da. Also die Bäume hier vorne sind gut, so. Aber da irgendwie so eine Reihe da weiter hinten, die sind plötzlich alle so hell. So hell und so detailarm. Macht gar keinen Spaß, dafür ein Bild zu machen. Sehen aus wie Bäume aus Operation Flashpoint damals. Armor Cold War. Was geht denn mit diesen Bäumen ab? Das sind echt dämlich, also blöd beleuchtet. Und der LOD. So, hier in die Richtung müssen wir, ne? Genau. Und dahin dann. Eigentlich könnten wir auf der Straße bleiben. Aber ich würde das Ganze gerne mit einem Fahrzeug machen. Irgendwo ein Auto, gar nichts. Ist irgendwie komisch, dass so viele Straßen, es gibt nur so wenige Autos hier. Die Autos stehen fast immer auf Parkplätzen. Da ist eins. Nice. Komm.
Gott, ist die Karre langsam. Ah, wobei, so langsam zieht sie an. Hat eine schlechte Beschleunigung, aber dann geht's los hier. Alter Schwede. Und das Licht, ne? Ihr seht's. Ne? Sieht aus. Oh Gott. Schlechter Zeitpunkt zum Bremsen. Könnt ihr mir mal sagen, warum ihr keinen Schalldämpfer auf den Knarren habt? Habe ich meinen Schalldämpfer vielleicht aus Versehen abgemacht? Ich bin schon dran vorbeigefahren. Aber ganz hart. Und weg. Hau mal doch die Nachtsicht an. Wir müssen da nach rechts, sobald es geht. Da. So, hier sind wir richtig, ne? Thronstation W sowieso. Hier bei mir ist alles gut. Ja, hier gibt's auch nichts zu melden. Ja, hast du ja das gesehen? Ich auch nicht, weil es verdammt nochmal Nacht ist. Es ist auch alles ruhig. Abgesehen von diesem Gefühl. Ich glaub nicht, dass. So geht das mal. Glaub's nicht? Ja, das ist. Pech für dich. Hättest du mal geglaubt. Oh nein. Verpiss dich. Oh. Wie ich diese blöden Cherubim-Drohnen hasse. Na, generell alle fliegenden Drohnen. Außer meine eigene. Okay, wo haben wir den Generator? Machen wir da mal dunkel. Gibt's hier überhaupt einen Generator? Sieht nicht so aus. Tja, gut. Ja, das Problem ist, dass sie uns tatsächlich auch im Dunkeln sehr gut sehen können, obwohl die keine Nachtsichtgeräte haben. Also da könnte jetzt einer stehen und uns entdecken. Und wir können ihn nicht mal mit dem mit dem Nachtsichtgerät sehen. Fix jetzt schon drin, ja, auch gut. Ui, hell. Ist das auch was Richtiges? Jawohl. Real-Time Image Analysis Error. 2,7%, 1,1%, 3,2%. Okay. Abgestürztes Flugzeug, ein Feld, keine Ahnung, ein Haus. Das ist die Karte einer Drohnenflugroute. Die Karte zeigt einen Weg um den Reservoir Lake und die umgebenden Hügel direkt nordwestlich davon. Laut Karte befindet sich an dieser Route unter anderem eine alte Flugzeugabsturzstelle aus dem Zweiten Weltkrieg. Gut. Und zwar wo? Hier dann. Reservoir Lake, wo ist der denn? Reservoir Lake. Reservoir Lake. Wo ist der Reservoir Lake? Autumn Lake. Spring Lake, Summer Lake, Winter Lake. Da. So, wir haben hier eine Brücke. Dann schauen wir mal relativ zur Brücke, wo das ist. Die Brücke ist da und das Ding ist noch weiter links. Alles klar. So, Brücke ist da und das Ding ist noch weiter links. Das ist das Haus.
Das ist das Haus, also das ist es schon mal nicht. Das andere war irgendwo weiter unten. Und etwas weiter rechts. Okay, also wenn es das hier ist, das ist auf jeden Fall ein Haus. Das sehen wir hier. Schauen wir mal. Nochmal. Ich hätte gern ein Feature, um diese Bilder zu öffnen und dann parallel die Karte dazu nebendran hier aufzumachen. Hier links zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, das ist das. Okay, das ist das Haus. Dann gibt's da unten an der Straße. Oder heißt es, dass es diese Punkte sind? Also unten an der Straße, dann, das hier ist das Krankenhaus, glaube ich. Oh, beim Krankenhaus gibt es auf jeden Fall irgendein abgestürztes Flugzeug, glaube ich. Da oben auf dem Berg. Ich glaube, da gehen wir hin. Das müsste dann dort sein. Beim Krankenhaus. Vielleicht können wir da ja sogar eine Schnellreise hinmachen, theoretisch. Reservoir Lake, da ist das Krankenhaus. Wobei ist das relativ nah. Da ist das, was ich meine. Ah, da können wir auch so hin. Und einfach, bin ja eh kein Fan davon, einfach mich einfach aus einem Kampfgebiet rauszubeamen. Ich habe einen Schalldämpfer noch drauf. Keine Ahnung, warum die Kameraden sich dazu entschlossen haben, Schalldämpfer zu entfernen. Ich wollte eigentlich nur mit meinem Auto wieder wegfahren. Sah gerade irgendwie einen Moment lang ziemlich gruselig aus. So, ab ins Auto. Und alle warten wieder auf wen? Fix it, da kommt er. So, see you later, Alligator. So, das müsste diese Richtung sein, ne? Hier drüber. Schneller ging es aber, wenn wir nochmal hier, dann links rum und die zweite Ausfahrt dann nehmen würden. Machen wir das. Licht ist kaputt. Geht nicht mehr. Wie es einfach immer stellenweise plötzlich stockdunkel wird und dann wieder hell wie am Tag. Taghell. Katastrophe. Eine einzige Katastrophe. So, da vorne müssen wir raus, ne? Ist das hier? Sind wir hier richtig? Jawohl, ich hab's mal geschafft. Gut. Ist nicht da noch links rum? Doch, ich bin falsch abgebogen. Habe ich mich zu früh gefreut. Am Sportwagen querfällt ein oder Coupé querfällt ein. Was geht denn mit den Sentinels, mit den Outcasts ab? Ich habe keine Ahnung, warum die plötzlich so aggressiv sind. Ich habe die nicht aktiviert. Wenn ich sie aktiviert hätte, wäre da noch viel mehr die Kacke am Dampfen. So, wir müssen ja irgendwie auf den Berg hoch. Schauen wir mal, was die Karre so kann. Oh. Jetzt ist sie kaputt. Oder? Nee. Kommen wir da nochmal raus? Ja. Ja, upsala. Irgendwo da oben war das.
glaube ich. Da ist es. Kann ich denn nicht da hoch? Ach, toll. Ich häng darum. So, was soll man machen? Suchen Sie die Absturzstelle ab. Ja, Kiste. Mit Teilen. So, das Problem ist, beim Absturzstellen absuchen. Vielleicht finden wir hier was. Ja, genau. Ist da nicht. Ah, hier, gut. Ich dachte schon, es wäre wieder so wie bei der Mission mit der Atombombe. Wo ich erst die Tastenbelegung, also die Eingabeaufforderung, das HUD anschalten musste. Unterteil der Puzzlekiste. Das ist eine japanische Puzzlekiste. Sie besteht aus verschiedenen Holzarten. Dieses Teil war in eine Karte gewickelt. Die Karte ist mit japanischen Kanji beschriftet und die Region Seal Islands wurde mit einem Stift vermerkt. Das sieht so aus, als könnte sich die gesamte Oberfläche öffnen, aber ein Mechanismus blockiert dies. Etwas Leichtes scheint sich im Inneren zu befinden. Vielleicht ein Stück Papier oder Stoff. Oh. Hit the dirt. So, was sollen wir jetzt tun? Sentinel, Soldaten in der Region Seal Islands befragen. Ich sehe schon, diese Mission hier macht mir sehr viel Spaß. Seal Islands haben wir da drüben. Machen wir schnell Reise hin. Sentinel-Soldaten. Wo gibt's Sentinel-Soldaten? Da gibt's Wolves. Generell ein Haufen Wolves hier. Murmur-Patrouillengebiet will ich nicht unbedingt. Hier. Gibt's direkt oben drüber. Munitionsdepot. Wo es hoffentlich ein paar Sentinel-Soldaten gibt. Die wir befragen können. Wir sollten nach Aufklärungsdaten Ausschau halten. Ja, das funktioniert doch ganz gut. Ist das einer? Nee, das ist keiner. Das ist ein Mörser. Da war doch was. Na, ja, auch nix. Toll. Naja, ich schnapp mir mal die Infos hier und dann. Da gibt's welche. Okay, eins nach dem anderen. Welche Richtung bin ich denn jetzt geflogen? Verdammt! In die andere. Kurz mal checken, ob da was ist. Was entdeckt die da, der Taunt? Oh, da gibt's auch Infos. Guck mal. Easy. Habe ich hier noch nicht alle Aufklärungsdaten? Doch, es aussieht schon. Aber irgendwas markiert die Drohnen da immer. Normalerweise kann man, wenn man komplett ohne HUD spielt, kann man auf die Art und Weise, wenn man sieht, wo die Drohne diesen Kreis füllt, anhand der Position ungefähr sehen, wo es diese Aufklärungsdaten gibt. Aber wir haben das HUD ja jetzt hier an. Also, keine Ahnung, was die Drohne da gemacht hat. Das ist eine Satellitenkarte. Sie zeigt den Weg der Patrouille, welche den Standort des Schützenlochs entdeckt haben könnte. Was für ein Schützenloch? Da unten ist die Höhle. Siehste, ich wusste doch, dass da unten eine Höhle ist und dies an diesem Stand. Ach, gut, wenn du nur diese Folge siehst und die vorherigen Folgen nicht gesehen hast, weißt du es gar nicht. Aber wir sind da schon, glaube in der letzten oder in der vorletzten Folge, sind wir da dran vorbeigeflogen. Da sagte ich hier sagte ich, ja, da unten drunter ist, glaube ich, eine Höhle. Und da habe ich auch irgendwie gesagt, eine alte Stellung oder sowas. Okay, gut. Dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Wo war das denn genau?
Also wir sind hierhin zum Camp Steel Cove geflogen. Und wir waren dann... Wir sind hier rüber geflogen. Da war das. Hier und hier. Okay. Gut, wir brauchen einen Heli. Im Heli wäre das Ganze ziemlich einfach. Schauen wir mal, ob wir hier einen Heli bekommen. Oh, das ist viel zu weit weg. Das ist ja der Hafen. Wo ist denn... Da. Gibt es hier einen Helikopter? Da. Man sieht es kaum, aber es ist einer. So, in welche Richtung? In die. Nein. Da runter. Da. Gut, ich hoffe, ich kann jetzt hier einen Fallschirmsprung machen. Wenn nicht, falle ich runter. Toll. Moment, lass dich verarzten. Schnell. Ja, mache ich. Sofort. Ich sag ja, zum Fallschirmsprung kann man kein, also zum Basejump kann man kein hübsches Tutorial machen, weil es halt einfach mal funktioniert es nicht. Selbst wenn du ungefähr ein Gefühl dafür hast, wie es wo es funktioniert, selbst dann. Funktioniert zu 70% und 30% fällst du trotzdem runter. Oh, das hat aber gut geklappt. Oh, der hat sogar Raketen an Bord. Cool. Allerdings kommen unsere Kameraden jetzt nicht mit. Oder? Doch, da kommen sie. Sehr geil. Und tschüss. Sie hat gar nichts, ne? Ich sehe ohne Nachtsicht mehr als mit. Dieser Nachtsichtfilter ist halt nicht so richtig zu gebrauchen. Fliege ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich glaube schon, ne? Ziemlich genau sogar. Sehr gut. Genießen wir die dunkelste Nacht. Ja, ich hab's gehört. Da kommt irgendwo eine Rakete geflogen, aber ich weiß nicht, wo ich sehe sie nämlich nicht. Ich hoffe einfach, sie erwischt uns nicht. Das nur ein Licht ist echt ätzend. Siehst halt gar nichts mehr mit Nachtsicht. Mit Wärme siehst du am meisten. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört, da kommt eine Rakete geflogen. Ich hab den Abschuss gehört. Da fliegt sie. Oh Gott, ist sie nah. Oh oh. Tschüss, Rakete. So, ich hoffe, ich kann jetzt hier schweben. Bin viel total dran vorbeigeflogen. Weil ich dem Ding ausgewichen bin. So, ich mach das jetzt so. Ich glaube, da vorne ist das erste. Ja, das ist es. Müssen wir nur schauen, ob dort Gegner sind. Zur Not haben wir Raketen dabei. Oder? Ist es das? Nee, es ist es nicht, oder? Ich sehe halt einen Scheißdreck. Aber gut, das ist es doch. Gegner scheinen keinen da zu sein. Aber eine Kiste. Boah, dieses Rumgeschiebe, ne? Oh, ein Totenschädel. Okay. Einmal Infos. Huch, erstmal Enter drücken und dann Infos. Das ist ein Teil einer japanischen Puzzlekiste. Bla bla bla. Das ist ein Teil, ein Seitenteil der Puzzlekiste. Gut. Stellen Sie nach der Region Smuggler Coves an. Warum denn jetzt nach Smuggler Coves? Ich meine, die Höhle war auch verzeichnet da.
Wo ist denn Smugglerkopf? Das ist da oben irgendwo, ne? Ich habe eine Erinnerung für Daniel. Ja, vielen Dank, Google. Haben wir denn schon 12? Tatsächlich schon 12 Uhr. Ich nehme das, also ich nehme ein bisschen im Voraus auf, wie ich das oft so mache oder gerne mache. Und normalerweise nehme ich immer 2 Folgen im Voraus auf, aber jetzt 2, jetzt 3, weil es mir halt gerade Spaß macht. Und ja, es ist meine Erinnerung für das Diablo-Panel bei Dingens, von der BlizzConline. Tja, naja. Kann mir bestimmt nachher das YouTube-Video angucken davon. Beziehungsweise ist ja alles, wird ja auch alles auf YouTube gestreamt, daher kann ich da auch im Stream dann zurückspulen. Ich mach Pause, bis dein Geschenk losgeht. Was, wer hat das denn gesagt? Ah, wer ist ein guter Pilot? Was haben wir hier? Ist überschwemmt. Ich erinnere mich daran. Was war das denn? War das von Terminator? Nee, es war nicht von Terminator. Von was war das denn noch gleich? Ich weiß es. Ah, von der Splinter Cell Episode, glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Funkgerät? Kann ich damit interagieren? Und da kann ich nicht rein. Weil es da oben rüber reinging. Was passiert denn, wenn ich jetzt da reingehe? Oh, da gibt's Daten. Ich komme nicht mehr raus, wenn ich da reingehe. So viel ist. Oh ne, die Luke ist zu. Alles klar. Normalerweise konnte man hier dann durch diese Luke rein. Aber gut, die ist jetzt zu, weil die Episode nicht aktiv ist. Aber da kommen wir ja auch noch hin. Wenn wir diese ganzen Nebenmissionen und das Event gemacht haben. Kann sein, dass es hier ein Teil von einer Schatzjagd war. Denn es gibt einen Breakpoint, ein paar richtig coole, ja, so Schatzsuchen. Die sind richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Die kann man halt leider nicht wiederholen. Sonst würde ich sie euch auch zeigen. Wobei, ich kann sie eigentlich zeigen mit einem anderen Charakter dann. Schön aufpassen. Ja, gut. So, aber jetzt schauen wir nochmal. Also Smuggler Coves, da oben. Schickt uns echt quer über die ganze Karte. Und hier Sentinel, wieder Sentinels und Zivilisten. Wo gehen wir da hin? Wo ist denn angenehm? Ich suche eine Stelle, wo ich möglichst kurze Laufwege habe. Die spanische Festung, da hat auch eine Schatzsuche hingeführt. Wie gesagt, die Schatzsuchen sind ziemlich cool. Mach die ruhig mal. Oleander Station. Ich gehe dahin. Zum Friedhof Biwak. Zum Friedhofswald Biwak. Und ich glaube, ich mach's mal nochmal hell, ne? Oder? Ne, lassen wir so, komm. Jetzt
in die andere Richtung. Das wäre ungefähr hier. Ja, so ungefähr. Das ist eine Drohnenstation. Vielleicht. Oh, Wolfs. Na toll. Hallo. Feuer auf mein Kommando. Brauche freie Schusslinie. Ab jetzt sind wir lautlos. Mein Ziel markieren. Hab den Wolf, Boss. Rücke vor. Wolf identifiziert. Tja, welcher war's denn jetzt? Ziele erledigt. Solide Arbeit. Bis wieder halt selbst mit Nachtsicht kaum was siehst. Und wenn du mal wirklich durch ein Nachtsichtgerät gesehen hast, dann ist das hier lächerlich. So, da vorne ist das Ding. Ist alles sauber soweit. Legen wir uns mal hier einen Dreck und dann ins Gras. Da haben wir Infos. Der da. Sonst keiner Infos? Alter Schwede. Ah, der da. Der hat Infos. Das ist sehr gut. Den schalten wir aus und dann schnappen wir uns den da. Alles klar. Dann gehen wir über rechts. Ja, ihr habt doch Nachtsichtaugen. Kenne euch doch. Wo ist der andere denn jetzt hingegangen? Wo läuft der denn rum? Danke. Kommt der wieder? Ne, der läuft ganz runter jetzt. Ganz gemütlich. Na toll. Prima. Ich weiß, ich kenne diese Station hier. Ich weiß, dass da hinten ein Generator ist. Da. Treffe ich den von hier aus? Die Frage. Jo. Das beantwortet meine Frage. Aufpassen, die sind in Alarmbereitschaft. Shit. Daneben geballert. Feuer auf mein Kommando. Feuer auf mein Kommando. Dauert zu lang. Die Drohne bewegt sich zu schnell. Machen wir es eben so. Auf dein Zeichen, Ghost Green. Gut. Zeichen. Vasili, du bist mir im Weg! Geh mir aus der Front! Oh, du Vollidiot! Sorry, aber ist doch wahr. Wenn es wenigstens Friendly Fire gäbe. Hätte ich den jetzt wenigstens können. Hätte ich wenigstens können downen und dann. Dann gucken wir, wer da kommt. Gut, das waren die beiden. Jetzt müssen wir nur noch ausweichen, bis die nichts mehr von uns wissen. So, in den Dreck. Das ist ein Freund. Deshalb gibt's in Wahrheit diese Blinkdinger, diese IR-Blinkdinger, die man benutzen kann.
Da hinten kommt noch einer. Lebt ja immer noch. Eieiei. So, laden nach. Ja, komm du mal mit. Oh. So, komm. Na, gib mal Infos her, bitte. Sag mir, was du weißt. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Kann losgehen. Bitte lass mich leben. Nö. So, im Außenposten Red Tiger nahe Lake Clearwater gibt es Dokumente bezüglich der Sichtungen. Außenposten Red Tiger nahe Lake Clearwater. Der ist wo? Da. Oh nee, der schon wieder. Also ganz ehrlich, dieser Außenposten geht mir echt ein bisschen auf den Keks. Ich war schon so oft da, um irgendwas zu machen. In der Beta war ich schon da und habe da meine Wolf-Challenges gemacht. Ja klar, dass da jetzt gerade. Richtig gut. Ruhe, wir haben uns bemerkt. Ich höre rechts noch jemanden. Da unten jammert noch jemand. Oh hey. Da stimmt was nicht. Was war das denn? Das war gar nichts. Warum fragst du? Ah, da ist der Zivilist. Warum gib nicht so an? Doch, ich gebe an. Schnauze. Gut. Kurz erschrocken. Na, wie geht's? Aber ich habe ja den Generator ausgeschaltet. Sie können mir weiterhelfen. Das wäre alles. Danke und bis bald. Ist übrigens ein Zivilist, ne? Ja. So. Oben gibt's noch mehr Infos. Warum auch nicht? Wer sind Sie? Niemand. Ein Geist. So. Motu Nui Mysteries. Ah, hier, ja, ich erinnere mich. Die Leiche an dem Baum. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Mysterien von Aurora, ihre wahren Geschichten. Bevor er von Sicherheitskräften gefangen wurde, schickte uns einer unserer Stadterkunder dieses alte Foto aus dem Zweiten Weltkrieg, welches einen Fallschirmjäger nahe einem Baum zeigt. Wenn man das Bild genauer ansieht, erkennt man im Norden Darkwood Island sowie die östlichen Inseln des Aurora-Archipels. Weist dieses 70 Jahre alte Bild auf eine größere Verschwörung hin, den Krieg zu gewinnen? Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit. Ja, ich erinnere mich. Das ist über... Das hier hinten ist der Lake Clearwater. Oder wie er heißt. Das ist... wo war das? Da. Und hier ist das, glaube ich. Irgendwo da. Gut, da müssen wir mit dem Heli hin. Nein. So, wie kommen wir da hoch? Da drüben, alles klar. Auf die Knie! Komisch, dass die Kisten immer... Hatsch. Dass die Kisten irgendwie immer scheinbar unter Druck stehen. Dass wir immer Unterdruck haben. Erstmal Luft ansaugen.
Den Scharfschützen da oben, den würde ich eigentlich noch ganz gern deaktivieren. Ach, ist eine Kiste da oben, alles klar. Vasili fehlt. Glaube ich. Ich sehe es nicht so genau. Ja. Ah, alles klar. So, welche Richtung? Diese Richtung nicht. In diese Richtung. Noch. Noch ein bisschen darüber. Da ist der Lake Clearwater. Wir müssen halt aufpassen, denn da ist halt gerade auch ein Moonmoor-Gebiet. Ich glaube, ich bringe da einen Fallschirm ab, oder? Wenn es das nicht ist, habe ich ein Problem, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das hier ist. Bin ich auf Kurs? Ja. Das abgestürzte Flugzeug. Ja, genau. Und da ist er. Gut, dass ich diese Missionen alle schon mal gemacht habe, dass ich so ungefähr weiß, was abgeht. Unten ist übrigens, was ihr da hört, ist eine Dingens, wie heißt es, eine Behemoth-Drohne. Ja, da haben wir die nächsten Teile für... Oh nein, im Bild. Doch, der Deckel der Puzzlekiste. Alles klar. Oh nee, nicht das. Ah, Mann. Ja. Das ist eine japanische Puzzlekiste. Sie besteht aus verschiedenen Holzarten. Ja. Das Bild ist aus Sicht der südöstlichen Seite des Sees und spiegelt das Bild auf dem Deckel der Puzzlekiste. Ja. Bei Lake Mary auf der anderen Seite vom Scotthof. Schaut mal nach. Bei Lake Mary auf der anderen Seite vom Scotthof in New Archel. Da. Lake Mary ist hier. Da haben wir Erewhon. Wo war das? Da ich ja alles schon mal aufgedeckt habe, muss es ja eigentlich dann das hier sein, ne? Ich weiß noch, wie lang ich damals gesucht habe. Das war eine Katastrophe. Ich mache schnell Reise nach Erewhon, schnapp mir dort den Heli und dann reise ich von dort mit dem Heli weiter. Also das hier ist echt ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen. Hättest du gedacht, dass wir hier enden? Nein, ich hätte nicht gedacht, dass ihr hier Enten findet. Ja, die Witze werden schlechter. Die Grafik, ja, sieht halt geil aus, ne? Schade, dass die Kameraden nicht mit nach Erewhon können. Aber ich verstehe, warum es so ist. Denn wenn sie mit rein könnten... Und aktiviert ist, dass man auch andere Spieler in Erewhon sieht. Dann könnte es dort sehr schnell sehr voll werden. Der Mond! Der Mond! Das ist die Sonne. Der Mond ist die Sonne! Die Sonne geht auf. Das Ding denn jetzt genau? So, das eine, was wir haben, ist da unten. Das ist aber nicht das.
in den Hügeln bei Lake Mary auf der anderen Seite vom Scotthof. Das wäre eigentlich hier, ne? Aber ich gehe trotzdem hier hin. Einfach weil dort ein Auge eingezeichnet ist. Dass ich da schon mal irgendwas entdeckt habe. Da ist es doch, siehst du? Sag ich doch. Gut, dass ich diese Mission schon mal gemacht habe und mir die ganze Sucherei erspart bleibt. Kiste. Taschenlampe wäre cool. Steht da? Born the Victor and the Vanquished are but drops of dew, but bolts of lightning. Thus should we view the world. Okay. Da steht's nochmal. Sowohl der Sieger als auch der Besiegte nichts als Tautropfen, als Blitzstrahlen. So sollten wir die Welt sehen. Die unterstrichenen Wörter weisen auf etwas hin, das von einem Blitz ausgelöscht wurde. Mhm. Der Baum hier. Für die Ehre. Noch eine Kiste mit Puzzle-Kistenteile. Ich hoffe, die letzten. Die Mission geht verdammt lang. Einfach weil man quer über die Karte gejagt wird. Wenn wir jetzt gesagt hätten, ja komm, ich benutze keine Schnellreise, dann ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden wir hier unterwegs wären. Vervollständigte Puzzlekiste. Yes. Und jetzt? Was sagt die Mission? Gelangen Sie zum japanischen Zufluchtsort. Eine Karte, die auf die Region Silent Mountain verweist. Bei der Petermann-Mine unweit des Unknown Glacier. Silent Mountain. Region. Ja, bei der Petermann-Mine. Unknown Glacier. Unknown Glacier. Das hier. Petermann-Mine ist. Wo? Wo ist die Petermann-Mine? Ist die O'Connors-Mine? Commander-Mine? Petermann-Mine, da. Also hier. Da ist eine Höhle. Der japanische Zufluchtsort. Und hier haben wir einen Biwak, sehr gut. Eieieiei. Wären wir ja echt Stunden unterwegs, wenn wir das alles ohne Schnellreise abklappern würden. So, wir müssen von hier aus in die andere Richtung, den Berg hoch, so wie es aussieht. Wobei, da geht's hoch. Da geht's auch hoch. Ja, am Fallschirm kommen wir da nicht hin. Denke ich. Aber vielleicht können wir einen kurzen Weg abkürzen. Das sieht halt geil aus, ne? Hier. Da legst die nieder. Da runter und dann nach links. Da geht der Weg hoch. Können wir vielleicht mit dem Fallschirm ein bisschen abkürzen. Was leuchtet denn da unten so? Und warum leuchtet das Licht? Kann man abschießen? Nee, schade. Ah, auf geht's. Treppen steigen kann Nomad nicht gut. Treppen runter rutschen dafür umso besser. So, hier ist die Höhle.
schön aus hier. Suchen Sie den japanischen Zufluchtsort. Eine zweite Flagge. Niemand, der so hart für sein Land gekämpft hat, sollte zu so etwas getrieben werden. Warum entweiht? Warum ist die Flagge entweiht? Verstehe ich nicht. Wie entweiht man denn eine Flagge, indem man sie falsch rum aufhängt? Das könnte sein. Es hat leider arschdunkel hier drin. Verdammt. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss, um sowas zu tun. Da ist er. Und da ist sie. Wie kommt sie denn jetzt schon hierher? Warum suchen wir die ganze Insel nach Schnipseln ab und sie weiß schon, wo es ist? Er hat sich ein Schwert in den Bauch gerammt. Wo sie waren, was sie gesehen haben, es ist tragisch, nicht wahr? Großvater sagte, dass Shiro nur aufhören wollte, davonzulaufen. Doch sich selbst entkam er nicht. Er hat zu lange zu hart kämpfen müssen. Ritueller Selbstmord kann nicht die Lösung sein. Es war eine andere Zeit, eine andere Kultur. Aus seiner Sicht war es vermutlich die beste Entscheidung. Das ist nicht die Art von Ehre, die mich mein Großvater lehrte. Ein Soldat hat die Pflicht, jene zu beschützen, die sich nicht selbst schützen können. Die Ehre gebietet es uns, das Richtige zu tun, auch wenn es bedeutet, dass wir uns selbst opfern müssen. Solange ich meinem Weg folge, solange ich mir selbst treu bleibe, werde ich nicht in Shiros Fußstapfen treten. Ich bin mein eigener Herr. Aber die Lektionen, die diese Männer lernen mussten, werden nicht vergessen. Ist es schlimm, dass ich von dieser ganzen Lektion, von diesem ganzen Blabla, was die hier so aufbauschen, nichts mitgekriegt habe? Also so richtig rein gar nichts. Ich habe eigentlich nur Puzzlekistenteile gesammelt. Gesucht und gesammelt. Ich habe davon nichts mitbekommen. Habt ihr was davon mitbekommen? Nicht so wirklich, oder? Ich meine, die ganzen Aufklärungsdaten, die wir gesammelt haben, da stand auch nichts dabei irgendwie, was irgendwie ein bisschen Story da reinbringen würde. Ne? Gar nichts. Nichts. Also wurden wir für nichts, also diese Nebenmission war echt ein Fail, also nicht von mir jetzt per se, sondern halt so vom Design her. Die Nebenmission war kacke. Die war echt schlecht. Wir haben von dieser ganzen Story überhaupt nichts mitbekommen. Ja, Flugzeugabsturz, ja, schön gut. Kamikaze-Pilot, ja, schön gut, ja. Fallschirmjäger, der da irgendwie umgekommen ist, schön gut, ja. Aber wir haben nicht besonders viel mitbekommen. Davon, jetzt so aktiv. Es war mehr so Environmental Storytelling, aber es war jetzt nicht so. Also wenn da viel war, dann war es sehr subtil. Also ich habe nicht viel davon mitbekommen jetzt. Naja, gut, dann hoffen wir, dass die nächste Nebenmission besser ist und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.